Ja. Was wollten wir machen? Ah ja, genau. Jetzt hier die Feldforschung. Ach, warte mal. Ich hatte ja auch gar keine Zeit, das jetzt im Privaten zu machen. Ich muss das irgendwann schaffen. Da ich nicht weiß, wann ich dazu komme, müssen wir das jetzt versuchen. Wenn es nicht klappt, ja, dann haben wir Pech. Gut. Da, immerhin war er gut. Drinne? Nee, aber hier habe ich nicht gelootet. Ja, weil wir ja mit dem Charakter dann in Videosequenz ja rausgegangen sind und dann ja gefightet haben. Ja. Irgendwie so rum war da. Warte. Wir müssen hier hin. Ja, furchtbar schwer. Ich bin am Verzweifeln. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Sind das die Wörter, die du hören wolltest? Oder, oh mein Gott, ich kann das nicht! Ich sehe es jetzt einfach mal so ein bisschen als Auffrischungskurs und Aktualisierung. Ist noch eine Kiste? Ah, Liebe, Barmherzigkeit und Gunst des Planeten. Oh, ich werde schon warten. Der Planet liebt mich. Regnerisch. Den ganzen Tag drin gesessen und gespielt. Eieiei, ich hab 5000 Geld. Das hört mein Zwerg jetzt gerne. Ja, etwas, was ich nicht ausgeben werde. Okay, dann lasst uns mal plagen und irgendwie das hier mal schaffen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Drehen. Ja schon, aber... Oder? Es gibt doch bestimmt was für uns zu tun. Jetzt mach mal halblang, Kleiner. Aus seiner Laune heraus lasse ich garantiert keinen bei uns mitmachen. Tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es könnte sein, dass wir alle dabei draufgehen. Und ich möchte, dass ihr weiterlebt. Es wartet doch noch so viel auf euch. Oh, gleich platze ich hier. Lasst mich an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Ja, dann schieß mal los, Mann. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Das könnte länger dauern. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen unseren Planeten retten.
Allerdings fehlt's an Gil und Mitstreitern. Aber wir sind alle vereint in unserem Hass auf Shinra. Er brennt in unseren Herzen. Diese Flammen lodern, heiß und unbändig. Jeder von uns musste Opfer bringen. Doch das hält uns nicht auf. Es macht uns sogar noch viel stärker. Wir werden diesen Planeten um jeden Preis beschützen. Seid ihr bereit? Dann kämpft mit mir! Ich habe es so satt! Nieder mit Shinra! Genau! Bin bereit wie nie. Oh ja! Perfekt! Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit einem Drink besiegeln! Tifa, noch eine Cosmo Canyon! Hm? Für uns alle! Tifa. Ja? Wir müssen über die Sache hinwegkommen. Du weißt, ich könnte sie niemals vergessen. Was ich sagen will, ist... Schluss. Mit den Schuldgefühlen. Wir doch mal rein! Jetzt geht's erst richtig rund hier! Moment mal! Hab was vergessen. Hier. Wie, ich komme nicht zu dem? Samurai, bla bla bla. Geht das wieder los? Ein für alle Mal. Du bekommst die Protosubstanz nicht. Schweig, du Lump! Nochmal lasse ich mich garantiert nicht von dir übers Ohr hauen. Feuer im Herzen. Auf der Suche nach Genji. Heiße Flammen der Sehnsucht. Mein Schatz gehört mir allein. Gib ihn sofort zurück. Oh, jetzt muss ich was machen. Oh, erstmal kurze Grüße an Bucky und an Volker. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das schlägt später zu. Die Vorstellung beginnt. Das war's. Und tschüss. Ziemlich schwach. Alter, die ganze Zeit hast du immer Videosequenzen mit ihm und dann? Oh, Feuer. Autsch. Ja, das ist ja nicht mal alles. Ah, oh, ja, dann ist er schockanfällig bei der Pose. Okay.
schwach. Oh, ich krieg das auch schon wieder Schockanfälliges. Matische Pose, oha. Sieht komisch aus. Es ist komisch. Vielleicht ziehen wir währenddessen mal Vita rein. Vita. Autsch. Keinen kommen. Und tschüss. Oh ja, nimm das. Verzieh dich. Verdammt. Ohne Genji fehlt es mir an Kraft für einen Sieg. Dieses Schwert, das du führst. Sein bloßer Anblick weckt tiefes Verlangen in mir. Brachte mich der Wunsch nach legendären Waffen hierher? Warum erinnere ich mich an nichts? Genji! Gib mir Genji sofort zurück! Gib es mir! Her damit! Oh ja, du! Jetzt warte! Dieser Kleiner! Alles okay? Glaub nicht, du hättest schon gewonnen. So leicht gebe ich nicht auf. Warte nur. Das war noch nicht unser letztes Treffen. Zurückgeben? Bedenken wir, wozu er bereits jetzt in der Lage ist. Ich weiß nicht, was er unserer Dimension antun könnte. Sollte er durch die Protosubstanz zu seiner alten Stärke zurückfinden? Diese Entscheidung sollte gut abgewogen werden. Wir können sie ihm immer noch zurückgeben, wenn wir genauer wissen, worauf wir uns einlassen. Und bis dahin setzen wir unsere Suche fort. Sicher kann ich später durch meine Analyse mehr sagen. Indy hat ein paar Schrauben gedreht, sodass die Gambit-Schlacht nun auch auf... danke. So, erstmal Volker, vielen Dank für den 1 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann grüße ich noch Manuel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und dann Frage an Volker und Manuel. Das konnte ich nämlich noch nicht. Wie geht es euch? Wie war euer Tag? Erzähl. So. Ach, und... Leute, das muss ich noch zeigen. Habe ich von meiner Frau bekommen. Schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Warum soll ich das jetzt im Missionsmodus abschließen? Geht das unbedingt zum Weltbericht? Nein. Ich kann mich das Ding nur kreuzweise. Die Hauptmission war da machen. Jetzt haben wir hier alles
Ja. Wieso steht da bei Protosubstanz 0 von 4? Wir haben doch... Hä? Ach, egal. So, Ja. So, alles Beste, danke. Die hoffe bei dir auch. Und wie war das? Das Lernen war toll. Aber freut mich, dass bei dir alles in Ordnung ist, Manuel. Alles super. Ah, wunderbare Folge, auch alles in Ordnung. Das freut mich zu lesen. Oder zu hören. Nee, zu hören, hört sich besser an. Ne? Ah. Ich will. Oh, schließlich, das Minispiel-Mission. Wo soll ich das denn machen? Hat jemand da aufgepasst? Nee, ne? Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Ist ja nicht schlimm. Dann müssen wir das einmal machen, weil sonst nervt es mich die ganze Zeit, oder? So, Mission 4 von Gamut. Nein, ich will nicht. Nein, ich will die Schlacht nicht mehr schon. Ja, komm. Ich komme mir Arsch in die Hand. Oh, was? Jetzt schon wieder, Shetley. Fett leid kann mich mal kreuzweise. So. Du. Ja, wir müssen ja jetzt hier Flatter, den Flattermann machen, ne? Wieso hat er uns dann echt eigentlich hier oben hingeportet? Egal. Jetzt kriegen wir doch noch irgendwie hin. Ja, jetzt nach links, genau. Oh, da ist schon wieder Loot. Ja, ich glaube, das spawnt regelmäßig nach. Spätestens, wenn man das Spiel geladen hat. So dieses rumflatternde. Ja, Tifa, spring mich an. Ja. Ja. Wie ist das wie ein Unfall aussehen? Wollen wir gucken? Hinterkäfig. Ups. Oh, noch ein Kissen bekommen. Oh, nett. Und noch meine Phönixhelle. Alles klar. So. Jetzt rufen wir mal den Flatterkuss. Das ist ja jetzt nur noch 300 Kill. Zeichen eines Sportwagens, bitte. Vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder für Bronco Airlines entschieden haben. Sid, könntest du uns mal bis nach Nibelheim fliegen? Nach Nibelheim? Klar, kriege ich schon hin. Der Ort, den ich nicht erreiche, muss erst noch gebaut werden. Ach, 300 Bier, ernsthaft? Eigentlich wirklich eine schöne Landschaft, ne? Ich will jetzt einfach mal den Controller nicht, damit ich mich hier nur so ein bisschen umsehen kann. Schon geil aus. Leider kann ich nicht komplett umdrehen. Funktioniert leider nicht. Mayday, Mayday, wir stürzen ab! Kann ich eigentlich abstürzen? Moment mal. Hui. Ich will eine Schraube machen, komm schon. Lässt er nicht zu.
Sephiroth, warte mal! Ich will die schwarze Materia. Die Schwarzkutten nur in Cosmo Canyon, um uns hierher zu locken. War nur ein Gedanke. Vergesst es. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.